Wir sind wieder zurück hier auf Terraria, auf der Welt Terra X, in unserem, nein, nicht in unserem Studentenwohnheim, aber weiter drunter. Ja, wir befinden uns gerade in der Geologie-Vorlesung und haben gerade einen weggeschmissenen Kaktus aufgesammelt. Ja, warum habe ich den weggeschmissen? Weil ich gerade eine Pause gemacht habe. Ich habe mich letzte Folge, glaube ich, noch nicht mal verabschiedet. Es tut mir leid. Normalerweise hätte ich eigentlich am Stück aufgenommen. Aber da brauchte ich erstmal eine Pause. So, wir wollen da oben erstmal abbauen und da auch noch abbauen und wir müssen wahrscheinlich einiges aus dem Inventar gleich mal rausschmeißen, weil wir sind schon ganz schön voll. Ganz schön voll geklumpt sind wir. Achso, 6, natürlich. Erstmal auswählen. Genau, so und zack. Eisen, Eisen. Warum nehmen wir Eisen mit? Weil wir kaum welches haben. Deswegen brauchen wir so viel. Natürlich, Stein. Gucken. Da oben wollte ich noch hin. Leckt immer noch zum Teil. Ich weiß noch nicht warum. Keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Rubin? Oder was? Warum kriege ich das nicht klein? Das ist jetzt aber nicht so geil. Was ist denn das? Warum ist das so hart? Ja, gut, ja, doof. Das ist ja echt ein bisschen ungünstig. Da ist unsere Spitzhacke scheinbar nicht hart genug dafür. Ja, toll. Jetzt haben wir extra mal so ein außergewöhnliches Material gefunden und dann kriegen wir es nicht runter. Mann. Scheiße, klar ist das. Ich glaube, hier war aber auch noch irgendwas drin, ne? In dem Teich da, in dem Gartenteich. Dann gehen wir da mal kurz rüber, lassen das Wasser ab und dann passt das schon. Ja, schauen wir mal. Ist doch was drin. Was ist denn das? Es sieht ja wieder nach Tod aus, wer weiß. Ja, eine Qualle. Ist das eine Qualle? Ne, ist doch gar keine Qualle. Es ist keine Qualle. Alles gut. Alles klärchen, Wunderbärchen. Fackel? Fackel? Achso, okay. Gut, können wir nicht setzen, so lange beim Wasser stehen. Das ist ungünstig. Gut, jetzt aber Fackel. Da ist ja überhaupt nichts. Obwohl, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist da ein bisschen was Interessantes dabei. Da schauen wir doch gleich mal vorbei. Da schauen wir gleich mal ja, natürlich rein. Und wollen hoffen, dass wir auch alles hier ganz gut wegkriegen. So. 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 Naja, es geht ja, es geht ja. Man muss wirklich immer genau zielen, aber na gut, was willst du machen? So ist das nun mal in diesem Side-Scroller. So, so, so. Vielleicht mal wieder auftauchen. Nein, nicht. Ich will keine Luftblasen da am Rand haben. Sonst sehe ich wieder nichts. Und die Schrift, die stört mich so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ist das schon ganz sinnvoll, dass man weiß, was man aufsammelt. Jawohl. So, jawohl. So, dann sind wir auch schon in diesem Höhlenbereich angekommen. Können natürlich keine Fackel hinsetzen, natürlich nicht. Oh, hätten wir doch können. Da ist ja bloß dieses Leuchtezeug, ne? Ja, Leuchtwurzel, alles klar. Gut. Dann wieder zurück. Was ist das? Ein Steinblock, alles klar. Gut. Nehmen wir wieder mit. Dreck nehmen wir mit. Dreck ist gut. Dreck ist gesund. So, ich habe hier schon wieder Zombies platten hören. Das heißt Zombies, es sind ja nur Skelette. Es sind ja keine wirklichen Zombies. Es sind tatsächlich zwar trotzdem Untote, aber es sind nur Skelette. Alles gut. Schlamm, Schlamm, Schlamm. Das ist ein Raum. Ja, gut. Können wir vielleicht so ein Schlammzimmer machen, aber eher nicht so. Nee, glaube ich eher nicht. Aber aus den Spinnenweben, mit den Spinnenweben, da fallen mir gerade tolle Dinge ein, die man daraus machen kann. Ich habe irgendwie Bammel davor, dass ich hier runterklatschen könnte. Wäre nicht so sinnvoll, ne? Kommt nicht so gut, glaube ich.
vor allem, wie komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Deswegen müssen wir erstmal hier ein bisschen was anderes hinsetzen. Meinst du Lex? So, komm, wir bauen uns wieder so eine Treppe nach unten. Warum auch nicht? Der ist da hinten irgendwo, ne? Wahrscheinlich. So, tap, tap. Na komm, jetzt sind wir schon unten. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. So. Ja, ja, ist auch gut. Der leckt immer. Warum leckt das denn so? Das hat doch letztes Mal nicht so geleckt. Was ist denn los heute? Ach, natürlich. Kleine Flattermaus. Schöne Flattermaus. Komm schon. Nein. Gut, dann nehmen wir den. Los, klatsch ich auf den Kopf. Ja, jawohl, so ist fein, so ist anständig. Ja, los. Einer noch, jawohl. Jetzt sehen. Ein Traum, ein Träum, ein Träum. Ja. Unartikulierte Laute, warum auch nicht. Was ist das? Stein. Das war alles Stein, das kann... Ach, nicht schon wieder so ein Vieh, ey, ich glaub's ja nicht. 89 Koffer. Und? Die sind voll. Warum sind wir voll? Nicht voll sein. Moment Mann. So. Genau, Bogenschießtrank. Ein Träumchen. Aha. So. Also, ciao. Gut. Also, wir sind ziemlich voll. Das ist ja jetzt, ja, ungünstig. So ein bisschen unpraktisch ist das schon, dass wir jetzt ziemlich rappeldick voll sind. Das ist schon wieder so ein Vieh. Wann? Was ist das? Nicht lecken. Wo kommen die immer her? Ich glaube, ich muss ja mal alles dicht machen. Da unten ist noch so eine Wasserhöhle. Da ist natürlich was, eine Qualle drin. Nicht gut, nicht gut. Ach ja, ich wollte eine Fackel hinsetzen, ne? Guck mal dahin. Dahin. Gut, weiter geht's. Die Musik ist gerade echt ein bisschen retro, aber eigentlich mag ich solche Musik. Momentan geht's mir auch nicht mehr auf den Sack. Finde ich gut. Passt auch dazu. So, hier kommen wir wahrscheinlich gerade in den nächsten Höhlenbereich rein, wie es aussieht. Oh, nicht schon wieder so eine Dampfmaschine, Mann. Ach, gleich zwei, natürlich gleich zwei. Nein. Mist. Ja. Komm her, komm. Chuchu-Bahn. Los, komm. Gut. Na komm. Noch sind wir ziemlich gut dabei. 90 Gesundheit haben wir. Die sind schon ein bisschen schwieriger, ne? Ein bisschen härter. Jo, den haben wir. Na komm. Jupp, das war's. Sehr schön. Gut. So, jetzt können wir weitermachen. So, jetzt mal gucken, wie wir hier am besten jetzt runterkommen. Ich weiß nicht, wie tief die Höhle gerade ist. Deswegen müssen wir etwas aufpassen, wo wir hinbuddeln. Ja, schauen wir mal. Tapnit, der Farbstoffhändler ist angekommen. Sag mal, ziehen die alle bei uns ein? Ich hoffe nicht. Wir haben noch gar nicht so viel Platz. Ja gut, hier kommen wir runter. Oder auch noch nicht. Jetzt schon. Gut. Was ist das? Das war nix. Was ist das da? Oh, ja. Schätze. Wie schön. Freue ich mich. Nicht nur ein bisschen. So. Was ist das denn? Eisen. Das ist Eisen. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Eisen. Nehmen wir gerne mit. Nehmen wir alles gerne mit. So, eine weitere Fuckel. Setzen wir hier mal hin. Eine Fuckel. Und zack. Ja.
Oh komm, hier kommt auch noch ein hin. So, weil es so schön ist. Kling. Schwache Heiltrank. Oh, nicht schon wieder. So, schon wieder so ein Chuchu-Bahn. Nein, und ich kann gerade nicht. Ich kann nicht hoch, Mann. Oh, warum ist der so schnell? Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt kommt es näher. Ja. Ja, einen noch, einen noch. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, 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 komm. Feigling, Feigling. Angsthäschen, Angsthäschen. Das sieht manchmal so aus, als ob er seinen Penis hier irgendwo reinrammt. Okay, sorry, Entschuldigung. Ausgechutschut? Okay, gut, von mir aus. Ja gut, was das war, weiß ich nicht. War wahrscheinlich nur irgendwas Optisches. Das ist auch okay, zwar schade. Aber gut. Eigentlich wollte ich ja diesen... Natürlich, es kommt das nächste Viech. Lass das. Drecksflammer. Mein Blut ist nicht. Ein Silber für Kupfer. Wir müssten langsam wieder nach oben. Unser Inventar ist ja, wie gesagt, schon ziemlich zugeklumpt. Dem Grund können wir nicht mehr lange hier unten verweilen. Außerdem vermissen uns unsere Zimmergenossen bestimmt. Mit Sicherheit. Außerdem wollte ich mich auch ein bisschen noch um die Häuschen kümmern, die wir auch schon bald bauen müssen, werden, tralala. Ja gut, ist das Eisen? Ich glaube, ja, ich glaube, hier ist Eisen, ne? Ja, ich fürchte, ja. Gut, jetzt müssen wir nur irgendwie den ganzen Krempel hier ablassen. Eieiei. Wie machen wir es am besten? Am besten nach senkrecht nach unten bauen. Nach senkrecht nach unten. Wir bauen hier erstmal ein bisschen was ab. Damit wir es nicht ganz so schwer haben. Sag mal. Was, wo kommt der denn her? Was will der von mir? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter Finne. Nein, nein, bleib da. Sag mal. Das ist jetzt echt fies. Oh. Lass das sein. Ein Bücherwurm. Alter. Da ist noch so ein Skelett vor einem. Jetzt müssen wir den erstmal runterprügeln hier. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So, jawohl. Ein Silber, 15 Kupfer. Toll. Na komm. Ah. Ja, 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 ja. Du, ich geb's dir, du. Riesenwurm. Riesenbandwurm. Gut, alles da. 47 Kupfer. Für so ein Arschgemüse, weißt du, sowas. Gut, dann wollen wir hier über die Leichenteile des Skeletts. Warum ein Skelett auch immer Leichenteile haben mag. Aber da wollen wir uns erstmal da durchbuddeln. So, schauen wir mal. Hier. Stein, Stein, Eisen, Eisen. Ja, Eisen, Eisen ist gut. Eisen ist mir sehr gut. Ja, ja. Ja. Ach nö. Das bist du, so einer. Lass das. Nein, 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 nein. Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht draufgehen. Vergiss es. Wir werden hier unten sterben. Jämmerlich verrecken werden wir hier unten. Nein. Nein. Ach, Mist. Ach, und wir schlafen bei den Fischen. Das ist ja ein Traum. Weißt du, wenn die Viecher immer wieder von oben runtergeschissen kommen? Ist nicht so schön. Ich habe übrigens gemerkt, dass die Schwerter tatsächlich auch an Status variieren. Was ist denn? Was willst du denn? Die einzige Art Holz, die ich färben würde, wäre reiches Mahagoni. Bei anderen Hölzern wäre das die reinste Verschwendung. Die Farbflaschen? Nein, mein lieber Freund. Die lassen sich nicht mit Geld bezahlen. Ich nehme nur die wertvollsten und seltensten Blumen im Austausch für eine davon. Ja, toll. Geschäft. Was hast du Schönes dabei? Färbebottich. Ja, nee. Bronnerfallstoff. Silberfall. Verpiss dich, ey. Was willst du denn? Sowas.
Sowas. Sein Tanz hier bei uns los sein, was ist sein Schrott? Pass mal auf, dann ist es noch wichtig. Das wär's noch. Oh. Ja gut, dann. Wir bauen uns mal ein bisschen weiter runter. Damit wir vielleicht nicht immer hier einen Sandfahrstuhl nehmen müssen. Naja, müssen wir wohl so oder so, aber gut. Ich frage mich, wie komme ich hier wieder hoch? Am besten wäre es wohl, wenn ich beim nächsten Tod irgendwie mal so eine Sandleiter hier mal hochbaue. Das Problem ist, der ganze Sand ist bei unserer Leiche. Ja, ist fantastisch. Ja, also wieder zurück. Das ist ja wirklich toll. Die. Ach, natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Kackleber. So, was ist denn? So, jetzt aber. Dankeschön. Gut. Ah, guck schon, der nächste Kleber. Alles nicht so erfreulich. Gut, weiter im Text. Weiter vorwärts. Ich frage mich bloß, welche Hälfte wir dann auch mal wieder liegen lassen müssen. Das wäre echt nicht so toll, wenn wir irgendwas liegen lassen müssten. Vor allem, ich muss mich ja gleich noch wieder irgendwie anders durchbuddeln hier, wa? Das ist ja wieder fantastisch. Ja, toll. Und hier rüber. Da sind wir nicht durch. Hier schon. Hier müssen wir kurz ein bisschen Dreck wegbuddeln und dann wieder hinsetzen. Von mir ist auch so, dass mir egal wie das aussieht da oben. Nein! Ach, Kaktus, weißt du? Kaktus, weg mit dir. So, tschüss. Tschüss, Kaktus. Und los runter da. Alles klar. So, ist da noch ein... Ist da noch irgendwo einer? Sieht nicht so aus. Gut. Jawohl. Die Super Nanny. Nein, ein Fall für Vera Entwin. Das passt mir besser. Bei dem ganzen Kladderadatsch, den wir hier fallen lassen. So. Wollen wir mal ein bisschen die Höhle erweitern, damit wir auch gleich irgendwie wieder Luft kriegen können. Nicht, dass wir nochmal hier drauf gehen. Das wäre echt nicht so toll. Los, Junge, es geht ein bisschen schneller. Sauber, ich kann nicht springen. Mann, nein. Sauber, ich will. Was ist denn da los? Nein. Ach, sag mal. Was war das denn? Hab ich echt einen Trug, echt so einen Klumpen noch im Kopf gehabt? Das wäre echt, ja, das wäre fantastisch. Los, nur los, nur los. Versuch's doch, Schätzelein. Versuch's doch. So, ich klatsch dir den Glibber aus dem Kopf, doch. Du Glibberpudding. Dankeschön. Gut. Jetzt wollen wir mal ein bisschen nach oben bauen, damit wir auch etwas länger atmen können, damit wir unser Inventar gleich mal aufräumen können und so weiter und so weiter. Jetzt wollen wir aber zunächst. Fährt da so ein Block? Okay, gut. Können wir uns eigentlich erstmal hier einbasteln? Dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. So, da liegt nämlich auch noch einiges Markt. Also, ist einfach das Markt zu liegen. Ich fasse es ja nicht. So, Kupferkurzschwerz. Schwerz vor allem. 12% Größe. Nein, wir sollten erstmal sortieren. Agil. Kritische Trefferchance. Das ist, glaube ich, besser. Ja, ist nur minus 1 Reichweite, das ist nicht so besonders. Das auch nicht. Das war auch nicht so besonders. Wo ist denn jetzt das andere? Ach, das ganze Tantkram. Guck mal, scharf. Genau, das war das, glaube ich. Ja, das ist die Spitzhacke, die wir vorher hatten. Das Inventarmanagement, das ist ein bisschen, ach, ein bisschen störend. Winzig. Ein winziges Kupferkurzschwert.
Das hört sich nicht sehr realistisch an. So, was haben wir hier? Normales Kupferkurzschwert und das war's an Kurzschwerten. Da kommt natürlich der Kram hin. Was war das? Sand, alles klar. Kupferaxt winzig? Nein. Riesig, Kupferaxt riesig. Minus 1 Reichweite plus 18 Größe. Ja, kommt hin, das kommt hin. Minus 10% Tempo. Plus 15% Rückstoß. Das war das nicht. Riesig. War das? Winzig. Nee, winzig war es nicht. Winzig, normal, riesig, schwer, riesig. Minus 1. Die sind gleich, ne? Ja, die sind gleich. Alles klar, die sind alle gleich. Das ist ein Traum. Jetzt müssen wir nur noch irgendwas... Hier, die Holztür, die kann eigentlich weg. Die Holztür kann eigentlich in den Müll. Machen wir auch gleich. Machen wir gleich. Ich muss hier nur noch ein bisschen aufräumen, damit ich auch weiß, wo sind hier wieder Fackeln. Es ist ja fantastisch. Das sind Fackeln. Die sehen sehr fackelig aus, von daher alles gut.